Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sims 4 100 Baby Challenge. Und er will Pflanzen düngen. Das finde ich doch super. Da können wir uns drauf einigen. Sie kräht gerade aus Klo, wollte sie gar nicht. Muss, okay. Ja, üb hier mal ein bisschen deine Geige weiter. Er ist hier immer noch am Rumstinken. Aber sobald er fertig ist, kann er nachdenklich duschen. Aufs Klo muss er aber auch ganz dringend. Geh halt. Erst aufs Klo und danach nachdenklich duschen. Also ganz schön dreckig hier. Ein bisschen aufreihen. Zack. Und zack. Also den lasse ich einfach mal hier draußen liegen. Mats hat die Schelmfähigkeit erworben. Er kann ja Hausaufgaben machen. Statt im Internet rumzutrollen. Ich glaube, ich werde hier noch irgendwie ein... Ja, noch so ein Schreibtisch hier nochmal hinstellen. Vielleicht aber ohne PC. Vielleicht einfach nur für Hausaufgaben. Okay, Martina ist fertig. Ach, sie kann ja immer noch weitermachen. Noch ein Barhocker. Unser Möbelsklave. Moment. So, den machen wir jetzt einmal weg. Ausgezeichnet, Komfort 5. Ist doch super. Wann wird eigentlich ihr Geschicklichkeit nochmal hochgelevelt? Level 8 ist sie. Könnte noch ein bisschen dauern auch. Ich bin ja gespannt, was sie mit Level 9 und 10 noch so machen können. Könnte durchaus interessant werden. So, jetzt ist er inspiriert. Jetzt kann er kochen. Und zwar... Ich glaube, er ist jetzt schon auf Level 2. Das heißt, wir können ja mal... Rührei versuchen. So, Emma hat Level 6 der Kreativfähigkeit. 2 Stunden muss sie noch mit ihrer Geige spielen. Damit der Teilwunsch hier schon mal erfüllt ist. Beziehungsweise ist nur noch 1 Stunde. Na, 5 Bildtypen auf den Kreativkunsttisch zeichnen. Mal sehen, ob wir das noch schaffen, bis sie ja Teenager wird. Ich glaube ja, ehrlich gesagt. Ich zweifle da ehrlich gesagt dran. Was macht er da? Mats? Was machst du? Ja, ne? So machen Dämonen halt Hausaufgaben. Völlig legitim. Erstmal haben sie das die Hausaufgaben, die ja gar nicht vor sich auf dem Tisch liegen. Zweitens schreiben sie darin, indem sie... In der Luft schreiben? Vielleicht versucht er ja gar nicht zu schreiben. Vielleicht will er nur ganz subtil jemanden Stinkefinger zeigen. Das kann ja auch sein. So, sie ist sehr selbstsicher. Möbel herstellen, ich glaube... Ich glaube, Hocker haben wir jetzt alle schon soweit ersetzt. Oder? Nö, anscheinend nicht. Ist egal, solange ich mir das irgendwie merken kann, dann ist das egal. Vermutlich werde ich es vergessen. Aber jetzt, wo ich gesagt habe, ich werde es vermutlich vergessen, werde ich es vermutlich nicht vergessen. So kann man sich selber austricksen. Ja, Joe und Paul finden es auch seltsam, wie Mats da schreibt. Und Paul will sich das auch gar nicht mehr länger angucken. Er denkt sich, oh, what the fuck, ey. Was ist das denn für ein Freak? Paul, was machst du? Er will mit Emma plaudern. Ach nö, lass mal. Geh eine Pflanze düngen. Beziehungsweise geh erstmal. Erstmal musst du dafür angeln gehen. Um Dünger zu holen. Geh erstmal angeln. Na, ist auch ein bisschen Ruhe vor den ganzen Leuten hier. Bist hier, glaube ich, auch gerne in der Natur.
Nee, bist du nicht, aber ist egal. Ist egal. Joe. Da steht da jetzt aber meine Kaffeetasse. So, lecker Rührei hat er jetzt gemacht. Kommen jetzt erstmal direkt in den Kühlschrank. Weil er hat Level 3 der Kochfähigkeit erreicht. Das heißt, er braucht nicht mehr zu kochen. Wer ist denn mit seinen Hausaufgaben? Ach, er ist fertig. Er muss aber dringend aufs Klo. Sehr, sehr dringend. So, Paul hat die Angelfähigkeit erworben. Joe? Ihm stört die Musik auch nicht mal. So, damit ist sie fertig. So, zeichnen. Fahrzeug. Fangen wir erstmal oben an. Fangen wir erstmal mit dem Fahrzeug an. Sie will ja die fünf verschiedenen Bilder. Bildtyp, man kreativ Kunst. Tisch zeichnen. Jetzt ist er aufgestanden, keine Ahnung wieso, und Level 10 Kreativfähigkeit. Das wird sehr, sehr schwer. Wie viele Punkte hast du denn schon? 1090. Kann man da vielleicht schon irgendwas Praktisches holen? Blitzleserin, Frühaufsteherin, Mentorin, nee, das noch nicht. Nachteule, Jugendtrank, nee, noch kann man nichts Tolles machen. Holen. Betörend könnte sie gebrauchen. Betörende Sims können jeden mit einem einzigen Blick in Flirtstimmung versetzen. Das können sie gebrauchen und fruchtbar. Könnte sie sehr gebrauchen. Mit Mats und Albern will sie. Und inspiriert werden. Das mit der Inspiration, das können wir hinkriegen. Vielleicht auch mit einem Tee? Was ist das denn für ein Tee? Ich weiß es gar nicht. Probier es einfach mal für mich. Du bist jetzt erstmal mein Vorkoster. Wie, ich glaube, im Mittelalter war es tatsächlich so, dass die reichen Leute zumindest einen Vorkoster hatten. Und der hat dann halt getestet, ob das vielleicht nicht vergiftet ist. Also test mal, ob das mal vergiftet ist. Geiler Shit, denkt er sich. Verrennt Kaspar, ich glaube, das ist Kaspar. Ne, Mats, oh, verwechsel die Leute hier alle. Selbstsicher ist der. Macht der Tee. Okay. Dann kannst du ja auch ein Getränk holen. So, Elisabeth hat heute tolle Arbeit geleistet. Wie weit ist sie denn? Ja, ist sie immerhin schon mal in den schon mitteldunklen grünen Feld. Dann soll sie jetzt hier erstmal hier das hier Ding, das Bild hier verkaufen. Das hier verkaufen und danach. Macht sie erstmal hier Gemälde. Die sind zu clever, die Fische. Ja, dann lass. Dann geh nach Hause. Wo ist er denn? Ist er immer noch da am Teich? Ah, er läuft schon zurück. Er will sich auch ein Getränk holen. Wartet auf mich, ich will auch einen Tee. Will auch selbstsicher werden. Ja, Mats, der macht sich gerade keine Freunde. Ach nee, das ist Kaspar. Och Gottchen, ey, könnt ihr... Ach ja, jetzt können wir die Leute ja wieder, ein Outfit wieder verpassen. Ein anderes. Ah, sie ist fertig mit dem Bild. Aber hol dir erstmal was zu essen. Hol dir erstmal was zu essen, Mädchen. So, Kaspar hat seine Hausaufgaben. Noch nicht fertig. Dann mach mal. Leg hier los. Und die Grundschulhausaufgaben, die können wir verkaufen. Sie muss ja keine Hausaufgaben machen. Sie ist ja schon Einserschülerin. Und die wollen wir sowieso auf natürliche Art und Weise hochaltern lassen. Deswegen. Ist ein bisschen dreckig für sie. Das mag sie nicht so toll. Was macht sie denn jetzt? Jetzt läuft sie wieder einmal um den Tisch, nimmt sich den Teller.
Na, sitze ich jetzt wieder auf die genau dieselbe Stelle. Was macht sie denn jetzt? Ich habe keine Ahnung. Naja gut. Was will er machen? Höhenlevel der Geigenfähigkeit erreichen. Komödie im Fernsehen ansehen. Das können wir machen. Komm in die Kanal. Leg los. So, Paul, wie sieht's bei dir aus? Ach ja, wollte ich Pflanze düngen und etwas pflanzen. Ich glaube, du brauchst sowieso erst eine höhere Gärtnerreifigkeit. Ja, begrüß mal deine Schwester. Hereinbitten. Und dann öffnen. So, so. Makosa, Du hast hier eine Yahoo Tasse in deinem Inventar, Bar. okay. Und Grundschulhausaufgaben, die können auch weg. Wie bist du denn mit deiner Gärtnereifähigkeit? Gartenarbeit, Level 2 erst. Das heißt, du wirst jetzt. Wo haben wir denn hier? Gärtnerei, Gärtnerei. Irgendwas, was sieht nach Gärtnerei? Das sieht nach Gärtnerei aus. Nee, das ist Kochen. Schreiben, Mixen, Fitness, Malen, Angeln, Charisma, Kochen, Gitarre, Geige. Da ist Gärtner. Lies das mal. Dann kannst du auch irgendwann düngen. So, Emma, du bist jetzt fertig mit Essen. Das heißt, du räumst jetzt mal das Bild hier weg. Und du willst ja inspiriert werden. Welcher Tee macht nochmal inspiriert? Ich weiß es gar nicht mehr. Kanne aufbrühen mit. Oh Gott. Ich habe keine Ahnung. Geh ein bisschen einfach mal duschen. Nochmal. Hier nachdenklich duschen. Lass deine Schwester da ruhig stehen. Laruna, geh weg! Ein bisschen Privatsphäre, wenn ich bitten darf. So, mal dann Form. Ach, Mensch, lange nicht mehr gesehen. Ich dusche, obwohl ich gar nicht stinke. La 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 la. So in etwa. Jetzt ist sie aber wenigstens inspiriert. Etwas zeichnen, ja, das finde ich gut. Da können wir uns drauf einigen. Irgendwer kriegt hier einen Anruf. Da. Ruft an, um zu plaudern. Ja, mach ruhig. Und die Dusche ist, glaube ich, kaputt. Nee, ist einfach nur ein Grafikbug. Level 7 der Kreativfähigkeit. Und er hat Level 3 der Generalfähigkeit. Hi. Ach, bloß kein Glitzer, ey. Das kriegst du das. Das geht dann in jede einzelne Ritze des Hauses. Das kriegt man niemals los. Also, ein Feind, ein Glitzerbild schenken, das ist eigentlich das Beste, was du machen kannst. Du einfach mal einen Brief schicken mit Glitzer drin. Das kriegen sie nie im Leben los. Nur so als Hinweis. Ich will jetzt niemanden zu irgendwas anstacheln. Das wäre nicht mein Stil. Es wäre nur eine Möglichkeit. Es war nur eine Idee. So, Martina. Was haben wir noch? Einen Barhocker? Ansonsten gehst du jetzt einen machen. Ach nee, einen Esszimmerstuhl haben wir. Einen ausgezeichneten Esszimmerstuhl.
Geh hier. Ach ne, sie ist müde. Geh mal schlafen. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Ja, sie ist fast fertig hier mit dem Bild. Auch ein schöner Regenbogen mit... Oh, mit Nudeln. Oh, das ist schön. So, aufräumen. So, also jetzt höheren Level der Kreativfähigkeit. Ist doch alles super. Oh, Leute will sie jetzt malen. Mal sehen, welches Level braucht sie jetzt, um hier nochmal die fünfte Art Bild hier zu zeichnen. Im Moment haben wir ja nur vier zur Auswahl. Kann sein, dass sie noch ein bisschen geil spielen muss. So, er ist am Pennen, er macht irgendwas. Er macht gar nichts. Er will seinen Bruder umarmen. Das kannst du vergessen. Bücher zu Ende lesen. Dann lies etwas. Was liest er jetzt? Pudding im Orbit, okay. Habe ich irgendwo Platz für eine Kommode? Ich weiß, wie ich Platz für eine Kommode kriegen kann. Ach komm ey. Boah, irgendwie kriege ich das... So, jetzt funktioniert's. Jetzt habe ich's raus. Okay. So. Dann brauche ich eine Kommode, die einfach einmal 2 Meter ist. Dürfte man doch irgendwie auftreiben. Mache ich das Bild ein bisschen höher. Kommoden. Na, vielleicht nicht die Kinderkommode. Ah, die würden doch perfekt passen. Jetzt brauchen wir nur noch eine, die auch farblich noch dazu passt. Ja, vielleicht nicht unbedingt. Vielleicht hier so. Na. Den Farbton oder vielleicht noch ein besseres Weiß. So. Dann muss ja nicht alles in dem Zimmer rot sein. So, irgendwer Zusatzaufgaben machen. Ah, musst du nicht. So, Outfits planen. Dann werden wir noch mal ein bisschen Style unseres Sims. Jetzt können wir das ja machen. Oder dass da irgendwelche Leute plötzlich verschwinden. No Ba'as Book. So. Dann geben wir dir mal ein neues Outfit. Fangen wir mal. Irgendwas, was so ein bisschen böse aussieht. Na, vielleicht nicht unbedingt so ein Weihnachtspullover. Na, das können wir machen, obwohl. Oh. Ja, kann man machen. Und dann vielleicht eine andere Mütze. Na, vielleicht auch gar keine Mütze einfach. So. Haben wir das einmal. An ihn habe ich mich so gewöhnt. Ja, ist auch in Ordnung. Der ist gerade in seinem Schlafanzugzeug. Glaube ich. Alltagsbekleidung. Das geht aber auch in Ordnung. Vielleicht bis auf die Schuhe. Beziehungsweise dafür zumindest irgendwelche Socken noch dazu machen. Socken. Na, vielleicht doch auch andere Schuhe. Machen wir mal die hier. So. Emma. Machen wir mal ein anderes Oberteil. Hier, so ein schönes Einhorn. Das ist doch süß. Was gibt's denn noch? Ach, es gibt's nur in anderen Farben. Das war auch niedlich. In Blau. In der Beinbekleidung machen wir vielleicht doch wirklich einen Rock.
Ja. So einen schlichten. In Gelb. In Weiß. Bist ja noch nicht so alt, dass du deine Periode kriegst, da brauchst du dir keine Sorgen dran drum zu machen. So, das können wir so lassen. Ja, ist in Ordnung. Gut. Das war das. Man sieht sich dann in der nächsten Folge. Bis dahin und ciao.